Hallo und herzlich willkommen bei Kamerlander ganzheitlich. Hier aus der schönen Natur auf der Albhochfläche auf fast 1000 Meter. An diesem herrlichen Tag nach Ostern. Wenn ich ganz kurz erklären sollte, um was es geht, für die körperliche, aber auch geistige Gesundheit, würde ich antworten. Eine gesunde Ernährung, eine ausreichende Mikronährstoffversorgung, die in unserer Ernährung leider mittlerweile fehlt. Da muss man zu Supplementen greifen. Genügend Sauerstoff im Körper. Natürlich ist die frische Luft wichtig und auch Bewegung, selbstverständlich. Aber es ist auch Vitamin C wichtig. Es sind auch gesunde Erythrozyten wichtig. Es ist ein gesunder Stoffwechsel wichtig. Dazu brauchen wir eine gesunde Ernährung und die Mikronährstoffe. Das ist die Basis unseres Lebens in der Biochemie. Und dann würde ich noch sagen, hoppla, da gibt es auch noch mehr, weil wir werden auch angegriffen von außen. Wir werden angegriffen von Handystrahlung, WLAN-Strahlung, Bluetooth. Das würde ich gleich mal wegtun, bitte. Oder mich schützen. Ich habe hier auch so eine Strahlenschutzjacke an hier heute. Das sehe ich manchmal an, die schützt mich auch. Toxine, Umweltgifte, mehr als genug. Anja Seidner hat ein gutes Video gedreht über das Glyphosat. Hör dir das mal an, ich verlinke es unten unter dem Video. Da schnallst du ab. Das ist der Hammer. Das wissen die meisten nicht. Und viele weitere Umweltgifte. Ich habe da schon einige Videos hier drüber gemacht. Und dann natürlich Bakterien und Viren. Und auch Parasiten natürlich. Die greifen uns auch an. Und ich bin gerade dabei. Ich bin fertig. Ich habe über 35 Seiten geschrieben auf dem Computer über ein Virus, das uns seit 2 Jahren belastet, über das ich hier auf YouTube nichts erzähle. Das erzähle ich dann auf unserer Seite www.kamananda.online, auf unserer Online-Seite kamananda.online, und werde es auch hier auf YouTube dann verkünden, wenn wir es abgedreht und eingestellt haben. Das ist hochinteressant. Es hat mir einen Heidenspaß gemacht. Die letzten 2 Wochen habe ich dran geschrieben. Das ist so spannend und was auch getan werden kann. Mit dem Ganzen, was ich jetzt hier gar nicht erwähne. Du weißt vielleicht, was ich meine. Das sind die Dinge. Das sind die Ursachen, aber auch die Grundvoraussetzungen für einen gesunden Körper. Die müssen geschaffen sein. Und da kann man natürlich in der Naturheilkunde. Ein Riesenfeld in der Naturheilkunde, tief in die Trickkiste greifen als Therapeut. Ganz klar. Das wollte ich jetzt mal zum Besten geben, in einem ganz kurzen Video, und wünsche dir ganz viel Gesundheit, Licht und Liebe auf allen deinen Wegen, Heil und Segen. So, ich zoome den schönen Fels hier nochmal ran. Und wenn es jetzt von der Batterie noch reicht, ist nämlich fast leer. Wenn es also gleich abschaltet, dann ist es aus. Aber ich gehe nochmal hier vor, weil das so eine schöne Gegend ist. Hier jetzt auch schöne Felsen. Ganz schön. Aber ein bisschen kalt ist es hier. Und noch ein Blick in die Sonne, die uns so viel Leben hier auf Erden spendet. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.